die Erweiterung der Filmnächte am Elbufer. Hier liegen mir zwei Ergänzungsanträge vor, die zunächst eingebracht werden könnten von Bündnis 90 Die Grünen und Linke. Herr Schulze, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, Silbermond, Feine Sahne Fischfilet, Roland Kaiser, Peter Fox, Apache 207 und viele weitere Musikerinnen und Bands, die Kurzfilmnacht und verschiedene Familien- und Kindernachmittage, Filmklassiker und. Das Programm der Filmnächte am Elbufer ist vielfältig und ein wichtiger Programmpunkt in den Sommermonaten in unserer Stadt. Mit 90 Veranstaltungen pro Saison ist das eines der Hauptacts in unserer Stadt überhaupt. Die Filmnächte am Elbufer sind Deutschlands größtes Open-Air-Kino-Festival mit jährlich über 200.000 Besucherinnen und Besucher an ca. 67 Veranstaltungstagen. Das ist ungefähr die Bilanz. Vor 31 Jahren gestartet mit einem LKW, einer selbstgenähten Leinwand und Filmvorführtechnik, die damals schon museumsreif gewesen ist, haben sich die Filmnächte am Elbufer seine professionellen und bundesweit bekannten Sommerveranstaltungen entwickelt und etabliert. Mit einer zeitlichen Verlängerung wird die Flexibilität für Konzertagenturen verbessert und es gibt die Chance, internationale Musikerinnen und Bands nach Dresden zu holen, die es ansonsten nicht auf ihren Tourenplan schaffen würden. Dass es zunehmend schwerer ist, Konzerte zu den Filmnächten zu holen, zeigt ein Blick auf das diesjährige Programm. Von den möglichen 12 Konzerten wird es dieses Jahr nur 9 geben. Ein deutlicher Hinweis auf die schwierig gewordenen Bedingungen für das Booking. Ich denke, in diesen Punkten besteht auch Einigkeit bei der Vorlage hier im Stadtrat. Kritikpunkt, und das werden wir ja gleich unter anderem vielleicht von Herrn Karten aus der CDU hören, ist der Beschlusspunkt 4 der Vorlage, bei dem es um die Vorbereitung und Durchführung einer Konzessionsvergabe geht. Ein Vorgang, der an vielen Stellen durch die Stadtverwaltung geführt wird. So werden die Wochenmärkte ausgeschrieben, Weihnachtsmärkte und auch das Stadtfest, um nur einiges zu nennen. Also Ausschreibungen sind jetzt nichts, was wir nicht sonst auch tun würden. Wie eingangs gesagt, werden die Filmnächte am Elbufer seit 31 Jahren durch die Pan GmbH veranstaltet. Und es stellt sich bei dem einen oder der anderen der Eindruck ein, das geht für alle Zeit der Welt so. Wir werden ja von Herrn Karten gleich einige Vermutungen genannt bekommen, dass das alles so gar nicht geht. Hier sind Namensrechte gefährdet, es werden Marketingkonzepte übernommen, der bisherige Veranstalter und so weiter und so fort. Es ist im Zuge der Ausschreibungserstellung auf jeden Fall zu klären, was die Ziele der Ausschreibung und Neuvergabe der Konzession sein wird. Und genau hier setzen wir mit unserem Ergänzungsantrag an. Wir wollen als Grüne, dass diese Veranstaltung Filmnächte am Elbufer weiterhin für Dresden diese Wirkung entfaltet, stellen uns aber auch einer Weiterentwicklung, die sich an den veränderten Besucherinnenverhalten, an neuen Bedarfen bei Veranstaltungsbesuchen etc. stellen, auch vor. Dass wir das nicht der Verwaltung allein überlassen wollen, dass uns als Stadträte vielleicht mal bei Gelegenheit über den Stand der Ausschreibung informiert wird, sondern dass wir aktiv mit einbezogen werden wollen, das wollen wir mit unseren Ergänzungen im Punkt 4 erreichen und bitten an dieser Stelle auch um Ihre Zustimmung. Für die Pan GmbH bietet sich mit der Konzessionsvergabe auch die Chance der Weiterentwicklung und Verbesserung der Filmnächte. Ich bin der Überzeugung, dass sich mit einem sehr, sehr guten Konzept beteiligen wird. Ob es weitere Bewerberinnen geben wird, ist abzuwarten. Es gibt ja zumindest einige Gerüchte. Attraktiv ist der Standort und das Format auf jeden Fall. Ob dieser bisher erreichte Niveau von anderen Bewerberinnen so gesichert werden kann, werden wir zum gegebenen Zeitpunkt dann auch sehen. Wir bitten Sie um eine Zustimmung zu unserem Ergänzungsantrag und freuen uns auch auf die Filmnächte am Elbufer bis 2026 und darüber hinaus. Vielen Dank. Herr Schäuble für den Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir müssen uns da ja nicht katholisch machen. Es ist völlig klar, die Filmnächte sind wirklich ein großartiges Highlight in unserer Stadt. Die Dresdnerinnen und Dresdner freuen sich. Viele Gäste kommen auch, um die Filmnächte zu besuchen. Auch ich persönlich freue mich schon total drauf, dass es bald wieder losgeht. Und hier geht es jetzt mit dieser Vorlage darum,
den Fortbestand der Filmnächte auch über das Jahr 2025 hinaus zu sichern. Und ich glaube, das ist doch mal einer der Punkte, wo wir uns in diesem Stadtrat auch einig sind über das Ziel. Das ist doch auch zu begrüßen. Nur müssen wir über den konkreten Weg noch einmal sprechen. Der Oberbürgermeister hat mit dieser Vorlage in Punkt 4 den Vorschlag unterbreitet, eine Konzessionsvergabe vorzubereiten und durchzuführen. Es ist in den Fachausschüssen auch begründet worden, warum die Stadtverwaltung hierfür eine rechtliche Notwendigkeit sieht. Die entsprechenden Fachausschüsse sind der Vorlage des Oberbürgermeisters in allen Punkten, also auch in diesem Punkt, gefolgt. Wir wollen Ihnen dennoch eine Ergänzung dazu vorschlagen. Und zwar sind wir uns, was die Ergänzung betrifft, mit der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen von der Zielstellung her durchaus einig. Aber wir sprechen hier über eine Konzessionsvergabe, also über ein streng förmliches Verfahren. Und deshalb muss man dann auch mit einem Ergänzungsantrag korrekt arbeiten. Man darf da nicht schluderig sein. Zum Beispiel haben wir gerade gehört, oder das ist ja auch dem Antrag zu entnehmen, da soll die Stadtverwaltung mal kommen in einen federführenden Ausschuss und mal die Kriterien vorlegen. Und da sagen wir ganz klar, das ist zu unpräzise. Wir wollen, dass der Stadtrat als Hauptorgan beziehungsweise in seiner Vertretung dann der Ausschuss für Wirtschaftsförderung den Ausschreibungstext vorgelegt bekommt. Das ist nämlich das Entscheidende. Beim Ausschreibungstext werden die Weichen gestellt, nicht erst anschließend bei der Vergabeentscheidung. Da kann das Kind schon in den Brunnen gefallen sein, wenn der Ausschreibungstext Mist ist oder auch politisch in eine falsche Richtung geht. Und da sagen wir, da wollen wir nicht die Verwaltung einfach so machen lassen und dann mal gucken, was zum Schluss rauskommt, sondern da sagen wir nein, da wollen wir tatsächlich, dass der Stadtrat bzw. der Ausschuss für Wirtschaftsförderung dann entsprechend die Möglichkeit der Kontrolle und des Einflusses hat und entsprechend auch seine Funktion ausüben kann. Und deshalb ist unser klarer Vorschlag, das eben nicht der Stadtverwaltung zu überlassen, sondern wir schlagen vor, der Ausschreibungstext für die Konzessionsvergabe ist dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung vor Veröffentlichung zur Beschlussfassung vorzulegen. Und in einem zweiten Satz, auch das ist nicht minder wichtig, schlagen wir vor, dass dann die Entscheidung über die Konzessionsvergabe dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen ist, damit eben nichts im stillen Kämmerlein passieren kann, sondern tatsächlich durch die gewählten Stadträtinnen und Stadträte, weil es hier eben nicht um irgendetwas geht, sondern um die Filmnächte in Dresden und damit um eine unserer größten und wichtigsten Veranstaltungen. Und deshalb bitte ich Sie, diesem Vorschlag zuzustimmen, damit wir als Stadtrat hier die Hoheit in diesem Verfahren behalten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So, und ansonsten war mir vorab eine Wortmeldung noch signalisiert, Herr Kaaten, und ich versuche das mal jetzt ohne Fraktionsrunde anzugehen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, nächste Woche am Donnerstag beginnt wieder Deutschlands größtes Open-Air-Kino. Ich freue mich persönlich drauf, viele von Ihnen auch. Und es wird wieder eine großartige Veranstaltung werden. Worüber reden wir heute? Meine Fraktion, die CDU-Fraktion, hat 2018 einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, die Filmnächte zu verlängern. Heute liegt die Vorlage vor. Heute können wir darüber entscheiden, dass die Filmnächte zukünftig weitere 7 Veranstaltungstage bekommen. Und warum haben wir das gemacht? Wir hatten die Idee zu sagen, mehr Filme, mehr Konzerte sind es leider nicht geworden, sind gut für die Stadt. Man kann damit sicherlich auch das Risikowetter etwas abfedern und wir können damit auch die Veranstaltung langfristig für Dresden sichern. Was wir allerdings nicht bestellt haben, und das ist dieser Beschlusspunkt 4 dieser Vorlage, ist, dass die Stadtverwaltung hier vorschlägt, eine Neuausschreibung der Veranstaltungsfläche vorzunehmen und die gemeinsame Zusammenarbeit mit den Filmnächten am Elbufer
Ende 2025 zu beenden. Denn das bedeutet dieser Vorschlag, die Geschäftsbeziehung, der Vertrag, die Zusammenarbeit endet. Und das ist für uns als Antragsteller, wo wir doch gerade gefordert haben, dass wir Sicherheit haben für die Veranstaltung, vollkommen grotesk und nicht nachvollziehbar. Wir lehnen das ab und wir sehen auch keine Gründe dafür, denn grundsätzlich ist es so, dass die Verpachtung von Flächen keine Ausschreibung fordert. Es gibt hier keine vergaberechtliche Pflicht zur Ausschreibung, es gibt keinen öffentlichen Auftrag, keinen Beschaffungszweck, keine Lieferleistung, keinen Bau- und Dienstleistungsauftrag und es geht hier auch nicht um die Vergabe einer zwingenden Konzession. Wir müssen uns nur in den Vertrag reinschauen, dann werden wir sehen, momentan überlässt die Landeshauptstadt Dresden die Flächen gegen Nutzungsentgelt der Pan GmbH auf Basis einer Nutzungsvereinbarung. Die ist 2012 und 2021 fortgeschrieben worden. Es existiert ein Ergänzungsvertrag aus dem Jahr 2008 zur Instandsetzung der Treppenanlage. Begonnen hat alles 2002. Und die Pan GmbH ist also aktuell verpflichtet, die 2 Fundamente für die Bildwand und die 36 Fundamente für das Membrandach zu errichten. Die sind auch mittlerweile erstellt. Sie soll sie pflegen und nach Beendigung des Vertrages ist das auch alles wieder abzureißen. Das ist der aktuelle Stand der Zusammenarbeit. Und die Nutzungsvereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann erstmals Ende 2025 gekündigt werden, wenn die Stadt das möchte, so wie es hier vorgeschlagen wird. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, gäbe es denn einen sinnvollen Grund, diesen Vertrag zu verändern oder diesen Vertrag zu beenden? Den kann es natürlich geben, wenn beispielsweise eine große Unzufriedenheit mit der Veranstaltung vorhanden ist oder vielleicht die Veranstaltung aufgrund gewisser Ereignisse schlecht auf das Image der Stadt einzahlt. Und meine Damen und Herren, meine Vorredner haben es gesagt, das ganze Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben ein wunderbares Veranstaltungsformat und es zahlt stark auf die Marke Dresden ein. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, die Zusammenarbeit zu beenden. Im Übrigen auch in den Ausschüssen wurde kein vernünftiger Grund genannt. Und wenn Sie sich mal die Vorlage in Ruhe anschauen, gibt es nur eine dünne Begründung und auch da gibt es keinen triftigen Grund, der angeführt wird. Lassen Sie mich abschließend noch ein, zwei Bemerkungen machen. Ja, es ist richtig. Wir schreiben regelmäßig Konzessionen aus oder auch die Verpachtung von Flächen. Es ist ja von einem meiner Vorredner zum Beispiel das Stadtfest genannt. Und ich denke, das ist der Stadtgeburtstag. Das ist eine Veranstaltung der Landeshauptstadt Dresden. Da hat sie bestimmte Vorstellungen. Sie hat Ideen entwickelt, wie das Ganze stattfinden soll. Und sie sucht sich dafür regelmäßig einen Veranstalter, der im Sinne der Landeshauptstadt Dresden diese Veranstaltung durchführt. Und ich denke, auch da ist es legitim, eine Ausschreibung zu wählen. Allerdings, bei dem, was wir bei den Filmnächten haben, ist der Fall ja ganz anders gelagert. Es gibt einen Betreiber der Filmnächte, der letzten Endes dieses gesamte Konzept entwickelt hat, der auf eigenes Risiko das gemacht hat, was wir heute haben, nämlich von 1, 2, 3 Veranstaltungstagen jetzt auf über 60 mit einem wirklich tollen Konzept und auch auf eigenes Risiko. Und es gibt doch überhaupt gar keinen Grund, dass wir uns jetzt als Stadt dieses Konzept zu eigen machen und es dann letzten Endes ausschreiben. Im Übrigen, die Idee, dass wir Filmnächte am Elbufer ausschreiben können, ist ein Witz. Es gibt Markenrechte. Wir können also allenfalls Kinoveranstaltungen und Musik am Elbufer ausschreiben. Deshalb lassen wir uns nicht diesen Weg gehen, weil wenn man das mal zu Ende denkt, würde das ja bedeuten, dass auch in Zukunft der Neustädter Frühling dann plötzlich ein Frühlingsfest am Neustädter Markt wird oder die Harley-Days werden dann plötzlich die Dresdner Motorradtage, die sich die Stadt zu eigen macht. Das halte ich für ordnungspolitisch grundsätzlich bedenklich. Und deshalb unsere Empfehlung, lassen Sie uns diesen Punkt 4 heute nicht beschließen. Wir beantragen, dass die Punkte 1 bis 3 separat abgestimmt werden und der Punkt 4 dann auch separat. Und ein kleiner Tipp, der Änderungsantrag der Grünen ist aus meiner Sicht der geeignete, denn man muss, wenn man dennoch in eine Ausschreibung geht
vorher sich die Vergabeunterlagen anschauen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das muss im Ausschuss passieren und die Vergabeentscheidung muss natürlich im Stadtrat gefällt werden. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre, dem Punkt 4 nicht zuzustimmen und mit dem bisherigen Vertragspartner auch in Zukunft die Partnerschaft weiter fortzusetzen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Lazinski, bitte schön. Ja, angesichts des eben Gesagten muss ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was richtigstellen. Es wurde ja gerade ausgeführt, dass es keinen Grund gäbe für eine öffentliche Vergabe. Dem Betreiber würde im Prinzip das städtische Grundstück überlassen gegen ein Nutzungsentgelt. Und genau hier stehen wir an dem Problem, dass genau deswegen diese Vergabe nötig ist und notwendig ist, damit wir am Ende nicht als Stadt vor der Vergabekammer landen und dort Strafzahlungen in nicht geringem Ausmaß zu zahlen haben. Denn woher wollen wir denn wissen, dass diese Flächen nicht durch einen anderen möglichen Betreiber zu besseren Konditionen für die Stadt angemietet werden könnte und am Ende dort was Ähnliches stattfinden könnte, wo die Stadt am Ende mehr davon profitiert. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir hier eine ganz normale förmliche Ausschreibung durchführen. Andernfalls setzen wir uns hier der Gefahr aus, als Stadt vor Gericht gezerrt zu werden. Vielen Dank. Wenn Sie sich melden, können Sie gleich hier vorne bleiben und dann vom Platz aus. Dann bitte schön, Frau Kiesinger. Also nachdem das jetzt gerade hier in den Raum gestellt wurde, also meine persönliche Auffassung ist ja, dass die Ausschreibung der Konzession dann rechtlich notwendig ist. Das wurde ja jetzt aber auch schon wieder bestritten, würde ich jetzt doch noch mal die Verwaltung fragen wollen, wie sie diesen Punkt, den die CDU jetzt streichen will, also inwieweit das tatsächlich rechtlich notwendig ist, dass der eigentlich drin bleibt. Herr Lazinski hat soeben sehr zutreffend diese Frage schon beantwortet, wenngleich man sagen muss, das Grundstück ist ja dem Freistaat, das heißt, wir haben eine Dreiecksbeziehung sozusagen mit dem Freistaat Sachsen. Und insofern sehen wir schon die Handlungsnotwendigkeit, hier auszuschreiben. Im Übrigen, der jetzige Veranstalter, und da haben wir auch Gespräche geführt, hat überhaupt kein Problem damit, dass er sozusagen sich einer Konzessionsausschreibung stellt. Also insofern besteht da überhaupt kein Konflikt mit dem jetzigen Nutzer sozusagen der Filmnächte. Und insofern schlagen wir Ihnen vor, gern mit sozusagen, wie es beantragt wurde, mit der Möglichkeit sozusagen, dass sowohl die Vergabeentscheidung und die Entscheidung über die Konzession als auch sozusagen der Ausschreibungstext dann sozusagen in dem federführenden sinnvollerweise im federführenden Ausschuss dann gegenständlich ist, da spricht aus unserer Sicht nichts dagegen. Das kann man so machen, das sichert dann auch ein Ergebnis ab, hinter dem sich alle versammeln können. Insofern kann man das empfehlen. Wie gesagt, die beiden Anträge haben ja zumindest die gleiche Intention. So, weitere Wortmeldung. Das sehe ich nicht. Dann würde ich mich mal der Argumentation von Herrn Scholbach anschließen und in der vielleicht exakteren Formulierung damit auch als weitergehenden seinen Ergänzungsantrag als ersten hernehmen in der Abstimmung. Hat dann eine Mehrheit, erübrigt sich eigentlich der von Bündnis 90 den Grünen. Hat er keine Mehrheit, würde der dann als nächster kommen und dann würden wir die Schlussabstimmung punktweise 1 bis 3 und 4 separat machen, so wie beantragt. So, wer von Ihnen den Ergänzungsantrag von Fraktion Die Linke folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neunundzwanzig Ja-Stimmen, 13 Nein, 22 Enthaltungen. Damit hat das eine Mehrheit gefunden. Und wir kommen damit zur Schlussabstimmung. Zunächst die Punkte 1 bis 3. Wer den folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
64, ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so einstimmig beschlossen. Und jetzt noch den Punkt 4. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Mit der so ergänzten Fassung. Also. 51 Ja, 13 Nein, 0 Enthaltung, damit auch so beschlossen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Nummer 328, Konzept zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Landeshauptstadt. Hier gibt es ein